Ja, hi und damit herzlich willkommen zurück bei Derasin. Und wir haben ja in der letzten Folge unser Konzert anhören dürfen am Ende. Und ich glaube, das, was wir gerade gehört haben, haben wir auch schon gehört. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, weil es schon wieder leider ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Und deshalb bitte nicht wundern, ich muss erstmal wieder kurz in die Steuerung rein. Und mir ist aufgefallen, erstmal noch kurz am Anfang, in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen war es doch so gewesen, dass ich, glaube ich, ziemlich die Kamera oder das Headset schief oben hatte. Deswegen könnte auch sein, dass das Gameplay vielleicht ein bisschen schiefer war wie gedacht. Aber na gut, sowas machen wir. Sehen Sie sich zunächst gut um. Das macht man natürlich. Und wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Jetzt finde ich es hier doch sehr dunkel drinne. Aber vielleicht müssen wir erst nochmal mit Julia reden, weil die konnte ja nicht mit uns singen. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, warum. Und ich finde es hier allgemein heute. Ja gut, es ist, glaube ich, spät am Abend, wenn ich es richtig gesehen habe. Relativ dunkel. Und was mir natürlich immer noch auf den Keks geht, diese Münzen. Ich glaube, 8 Münzen müssen wir ja finden. Ich will die alle finden. Das ist das Schlimme. Kann natürlich auch sein. Oder mal, ich muss mal gucken, wo sind meine Hände? Hier. Okay. Dass wenn eine Münze wieder irgendwo unten liegt, dass ich die auch gar nicht wieder zu fassen kriege. Das ist aber halt das Problem, wenn man echt zu nah dran sitzt. Wie ich zum Beispiel. Aber wenn er es selber spielt, wie gesagt, einfach ich glaub, knappe 3 Meter weg von der Kamera, dann passt das, glaube ich, schon. So, ich werde erstmal hier gucken, ob ich hier jemanden finde. Okay, da haben wir schon jemanden gefunden, aber ich gehe erstmal hier rein. Wir gehen nach draußen. Oh. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Und ich sollte dich vielleicht wieder so schnell machen. Oh, dieses. Warte mal ganz kurz. Ja, sehr professionell. Na gut, dann hängt das eben hier. Was mir halt ein bisschen auf den Keks geht, das doofe Kabel. Aber ich glaube, jetzt sitzt die Kamera wenigstens. Oder die Brille wenigstens vernünftig. Hier müsste der. Okay, schade. Ich dachte, hier wäre der Raum, wo wir die Münzen abgeben können. Okay. Ist das so? Ja, ne? Oh, ich hab's nicht gelesen. Ich hab. Hallo, hallo. Nein, ich hab's nicht gelesen. Nein. Guter Geist, Sie sind hier. Ich muss Sie um etwas bitten. Außer Okay. Ihnen kann mir niemand helfen. Bitte, lesen Sie den Brief. Oh Mann, das geht schon wieder so traurig los, ey. Halt, warte, ich wollte aufstehen. So. Den Brief. Ja, den wollte ich eigentlich lesen. Ich habe da wieder zu schnell geskippt. Ein Brief, geschrieben in zarter Schrift. Guter Geist, ich bitte Sie, gehen Sie in den Wald und retten Sie alle. Sie dürfen nicht so weit nach draußen, oder Sie werden alles verlieren. Okay. Ich will jetzt hier nicht wild rumspekulieren, aber massen wir da garantiert nicht rum, oder? Ich meine, Wald und so. Pass auf, wir gehen gleich raus, wir gehen gleich raus. Ah, hier war der Raum. Alles klar, alles klar. Ich wollte aber mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie. Ich komme gar nicht großartig weiter wohin, oder? Warte mal kurz. Boah. Ich hoffe, ihr seht auch vernünftig alles gut. Die Räume an sich kennen wir ja. Aber es ist halt doch zu ziemlich dunkel. Oh. Oh, da kann man noch nicht hin. Ich wollte aber mal ganz kurz gucken. Zum Beispiel in der Küche und so. Wir haben. Also. Hier zum Beispiel komme ich auch nicht rein, da hinten auch nicht. Ich glaube, nach oben können wir noch nicht oder brauchen wir noch nicht. Ich gehe trotzdem erstmal ganz kurz gucken. Ist ein bisschen schade. Also ich hoffe echt, dass wir mal die Möglichkeit haben, dass alle Räume offen sind, dass ich da wirklich in Ruhe nochmal gucken kann nach den Münzen. Weil in dem Foyer hier zum Beispiel hatten wir ja auch noch nichts. Aber ich glaube, wir sollten. Na, vielleicht hier noch jemanden? Oh nein, ich will ja keine Zeit schinden. Hier müssen wir auch nach oben irgendwas machen, aber weiß nicht, bisher macht der Raum noch nicht so viel Sinn. Wir gehen erstmal raus, wie sie es gesagt hat. Wir kommen ja jetzt an eine neue Stelle. Oh! Achso, ne, ach, das ist ja. Ich habe gedacht, jetzt liegt der Nils hier. So, können wir ihn? Er macht wieder nichts. Okay. Also kommen wir denn hier hin?
in den Keller. Okay, schöner Weinkeller, aber ich glaube nicht, dass das so üblich ist. Für ein, naja, Kinderheim ist es doch, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es macht nicht so viel Sinn. So, die Herrschaften. Oh. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ja, getriggert. Ich werde Sie jetzt ein letztes Mal fragen. Nils, sind Sie sicher, dass Nu wieder lebendig ist? Ja, ich bin mir sicher. Es war nicht irgendeine Maus. Es war Nu. Der Geist machte ihn wieder lebendig. Um Stimmt. die Spieluhr zu reparieren. Stimmt. Oh, haben wir jetzt damit, also damit haben wir dann wohl ein Ereignis getriggert, was eigentlich hätte gar nicht so sein sollen, ne? Sonst wären die ja jetzt eigentlich gar nicht rausgegangen. Kann ich hier irgendwie? Oder ihm hier irgendwie? Nee, oh. Also da haben wir wieder das alte Problem, aber wie gesagt, ich sehe jetzt auch besser. Ich komme halt bloß nicht überall hin. Okay, deshalb sind sie jetzt wohl in den Wald rausgerannt. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen komisch, weil das Spiel ist ja eigentlich so gesehen doch eher für, ja, wirklich so für 12-, 13-Jährige, glaube ich, eher ausgelegt. Und so von den, wie die Figuren handeln, vielleicht doch eher für Mädchen. Ist jetzt erstmal meine Theorie. Ist an sich aber ganz trotzdem ganz nice, das zu spielen. Aber es geht doch hier in eine, naja, ich will nicht sagen Creepy-Richtung, aber in sowas Ähnliches. Aber vielleicht habe ich einfach zu viel Horrorspiele gespielt oder Horrorfilme gesehen, also, sollte ich vielleicht auch nicht zu viel rein interpretieren. Ich weiß, der Rektor hat gesagt, dass es da draußen zu gefährlich ist. Aber wir müssen Julia retten. Wir müssen es tun. Sieht irgendwie sehr erwachsen gerade aus. Aber, aber wir haben doch mit Julia oben geredet. Also, oder sie hat uns gesagt, warum gehen sie raus, um Julia zu retten? Ich werde noch nicht schlau draus. Stimmt im Buch? Dieses Buch erzählt eine Geistergeschichte. Geister können Lebensspannen von einem auf den anderen, Geister können Lebensspannen von einem auf ein anderes Ding übertragen, bei ähnlichem Gefäß. Das Leben einer Pflanze auf eine andere oder das Leben kleiner Kreaturen auf ähnlich große. Größere Kreaturen können natürlich nur mit ihresgleichen teilen. Doch dies ist bloß eine Illusion aus der Erinnerung. Okay. Was hat ein... Nö. Warte. Aufstehen, so. Das verstehe ich jetzt, aber nicht nur wegen... Also ich glaube nicht, dass wir jetzt bloß wegen dem Buch sie hier triggern konnten. Oder ist er hier mit drin? Warte mal. Nein, können wir auch nicht machen. Nein, ja, das weiß ich. Oder wieder der Hut. Auch nicht. Hier haben wir noch einen Rucksack. Nein, ich bin die falsche... Warte. Ich komme gleich klar, hoffe ich. Hier ist ein Rucksack, der müsste jetzt hier sein. Entschuldigung. Warum kann ich das alles triggern, wenn das zu nichts führt? So, er doch hier. Komm. Ah, toll. Also wenn ich jetzt gleich wieder ans Mikrofon komme, bitte nicht böse sein. Ja, das meine ich. Geister geben und nehmen die Zeit, die jemand lebt. Genau wie in der Geschichte. Und... Wenn wir ganz nett bitten, macht der Geist Julia wieder lebendig? Tja, es wäre einen Versuch wert. Aber der Geist braucht dazu das Leben von etwas sehr Großem und Starkem. Wir werden losziehen und so etwas finden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das im Endeffekt einer von ihnen sein wird.
Okay, vielleicht kann ich ja jetzt hier was machen am Rucksack. Auch nicht. Ich habe ja zum Beispiel noch einen Schlüssel. Aber ich verstehe nicht, warum ich ihn triggern kann. Ich meine, er hat ja auch einen Rucksack hier. Da kann ich aber auch nichts machen. Komisch. Komisch. Vielleicht sollten wir auch einfach erstmal weiterziehen. Brauche ich hier vielleicht den Schlüssel für? Ich kann ja spaßeshalber mal... Nein. Hinter öffnen. Wer weiß. Von der anderen Seite irgendwie... Nein. Schade. Ja, ist okay. Oh. Oh, es ist, also es ist echt zu dunkel. Ich kann es leider nicht erkennen. Wenn hier eine Münze versteckt ist... Ey, das wäre echt... Ich würde gerade sagen, assi, nein, das wäre ein bisschen gemein. Ich will mich trotzdem umgucken. Vielleicht, es blinkt ja eigentlich auf, wenn man da was nehmen... Oder nee, Quatsch, war glaube ich nicht so. Bei der Münze oben, die hat ja auch nicht aufgeblunken oder aufgeblinkt, keine Ahnung. Wir gehen erstmal weiter. Das sind ja an sich noch nicht die reellen Personen. Ja, ich weiß, dass die da gerade standen. Ich will trotzdem erstmal weitergehen. Okay. Na gut, dann gehen wir mal zu den Herrschaften hier hin. Entschuldigung. Seien Sie vorsichtig. Ah! Was ist los? Alles in Ordnung, Nils? Ich finde das immer noch... Ja. Ich finde es aber auch komisch, dass die sich siezen, aber es ist... Ja. Wir sind jetzt hier. Kommen wir hier zu einem Glockenturm. Wie gesagt, ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, hier nicht zu schnell zu machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich dran halten kann. Warte. Nein, haben wir nicht. Okay. Auf dem Friedhof. Die schleichen sich über den Friedhof raus. Boah, wenn jetzt hier sowas kommt in Richtung Anteldorn, das wäre schon... Wäre irgendwo nice, wäre aber auch echt ein bisschen... Ja. Bisschen creepy. Warte mal, wir haben noch hier... Und spannende Musik. Und wieder diese Katze hier. Ich weiß aber auch nicht, was die... Warte. Wo sind die drei? Nils, hat sich da etwas bewegt? Warte. Ich weiß nicht. Ich sehe kaum was. Geht mir auch nicht anders. Tut mir sehr leid, Rosa. Wie konnte ich nur die Brille verlieren? Ich muss eine Enttäuschung für sie sein. Entschuldigung. Für wen denn? Oder müssen wir jetzt erstmal deine Brille finden? Warte mal, was sagt denn? Wo ist die verschwundene Brille? Ja. Also die muss auf jeden Fall noch drin sein. Aber ich wollte ja eigentlich... Warte mal. Komme ich? Ich komme hier nicht durch, ne? Okay, sonst hätte ich das Tor ja auch anwählen können. Stimmt, ja. In Ordnung. Wir müssen erstmal wieder zurück und die Brille finden. Was das mit dem Korb soll, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Dann gucken wir erstmal. Aber wie gesagt, die Stimmung, die das Spiel gerade annimmt, weiß nicht. Ich interpretiere da, glaube ich, wieder zu viel rein. Ich mag, glaube ich, Horrorspiele einfach zu sehr, das ist das Problem. So, die Brille. Aber er hat jetzt mir auch keinen Hinweis gegeben, wo er die Brille verloren hat, oder? Weil... Aber so weit weg dürfte es nicht sein, weil wenn ich jetzt mal wieder... Oh, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Machen wir gleich mal... Ah, okay, gut, dann wird er wahrscheinlich hier die Brille verloren haben. Warte mal kurz. Warum muss das immer... Nein, in der Richtung. So.
Hier waren die vielen Fledermäuse, also muss meine Brille hier irgendwo sein. Oh, da drüben. Das muss sie sein. Sie ist recht weit gefallen. Die Treppe hätte uns helfen können, aber tja, sie ist kaputt. Ja, dafür sind wir ja da. Sie wird wahrscheinlich da runtergefallen sein, aber kann ich hier auch komplett... Ah, okay, da ist er. Kann ich hier eigentlich auch komplett auf dem Boden? So, dankeschön. Weiter runter... Warte kurz, weiter runter komme ich nicht, ne? Oh Mann! Ich will da jetzt weiter runter. Ich will untersuchen, scheiße. Warte kurz, wir gehen mal wieder hoch zu ihnen. Und wir... Nein. Warte. Ich muss ja jetzt wieder ganz hoch, ne? Aber das Ding ist, will ich bloß mal kurz einwerfen mit den Münzen, diese Prüfung von der Margarete, ne? Die ist ja eigentlich, die hat ja, glaube ich, eigentlich geschrieben, dass im Haus nur die Münzen oder ums Haus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Wald ist. Wenn es so wäre, wäre es ein bisschen gemein. Aber na gut. Wie machen wir am besten? Ja, bitteschön. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, da bewegt sich was. Gut, ich sehe nach, was das ist. Warten Sie hier, Rosa. Wirklich? Sind Sie sicher? Hört auf, euch zu siezen. Das ist komisch, wenn Kinder sich siezen. Warte, ist das nochmal dasselbe? Keine Sorge, das wird schnell gehen. Außerdem müssen Sie mir mit dem Rückweg helfen. Sie bleiben hier und rufen mich. Ja, gut. Okay. Darf ich... Die Wellen der Zeit haben sich aufgelöst. Nehmen Sie... Ach, das war's schon. Okay, das ging schnell. Ich dachte, wir können jetzt nochmal durchs Tor. Aber na gut, dann gehen wir mal ein paar Stunden weiter. Ich finde die Taschenuhr cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die cool. Spiel wird gespeichert. Yeah! Und natürlich möchte ich noch gleich mal fortsetzen. Wenn es schon mal so gut läuft. 19 Uhr, das ist glaube ich bloß eine Stunde später, kann das sein? Nee, warte mal. Ah, ich wollte gerade sagen. 21 Uhr, 2 Stunden später. Na toll, was haben die eigentlich da draußen noch zu suchen? Oder? Die gehören ins Bett. Also, naja, vielleicht noch nicht ins Bett, aber halt auf jeden Fall nach Hause. Na gut, ich schätze mal, wir werden jetzt im Wald sein und ich weiß jetzt nicht, wer da rumgekrochen ist. Kann das vielleicht der alte Rektor gewesen sein? Ich meine, gut, der ist nicht gut zu Fuß, ne? Gut, das ist eigentlich auch Schwachsinn. Entschuldigung. Aber irgendwie sah die Silhouette so aus. Oder ist es einfach Julia gewesen? Aber ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, weil die hat uns ja gewarnt. Oder uns gesagt, dass wir die anderen retten sollen. Deswegen weiß ich. Ja, guck mal. Ach, guck mal, jetzt dürfen wir auch durch. Schön. Na, ich dachte, da wäre eine Münze gewesen. Und der Schnee ist eingefroren. Im Fallen. Ist eigentlich auch cool, aber ich hätte es mir... Ja, gut. Es sieht an sich also für ein VR-Spiel eigentlich trotzdem ziemlich gut aus. Aber das sind halt so eine kleine Details, die hätte ich mir vielleicht ein bisschen... Ja, weiß nicht. Ein bisschen detaillierter oder ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Ein bisschen mehr vorgestellt. Na, wem wird's schlecht? Ah, ich weiß aber ganz genau, wenn ich wirklich vor so einer Klippe stehen würde, mir würde echt schwummrig werden. Ich kann sowas irgendwie gar nicht ab, das ist... warte, ich würde eigentlich versuchen... Ah, schade, darüber kann ich nicht. Ich hoffe, die sind da nicht eingestürzt. Aber ich finde es aber auch cool, dass... Ah, guck mal, ich finde es aber auch cool, dass wir hier auch nach draußen kommen und nicht nur in dem Haus sind. Weil ich dachte, das würde sich alles nur im Haus abspielen. Aber dass das jetzt eine... Ja... Na, Wendung ist es ja nicht, aber dass das jetzt so verlaufen ist, hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Weißt du, Madame, das kann ich dir noch wieder die Mütze klauen? Nein. Entschuldigung. Ist das überhaupt... Oh, wie weit bin ich gelaufen? Nils! Wo sind Sie? Wenn Sie mich hören, sagen Sie etwas. Sie sollte doch eigentlich warten.
Aber gut, es sind 2 Stunden, ne? Sie hat sich wahrscheinlich Sorgen gemacht. What the fuck?